So, schönen Vormittag bzw. guten Morgen, je nachdem, wie früh ihr aufgestanden seid. Ich habe mal das Bedürfnis, dass ich das Du verwende. Ich hoffe, das ist für alle okay. Ja, danke sehr. Das heißt, unser Vortrag, wie baut man einen Solarakku mit 15 Kilowattstunden selbst, sollte uns praktisch einmal einführen, wie man denn diesen klassischen Überschuss, den so manche mit PV-Modulen produziert, selber speichert bzw. dann im Endeffekt auch selber verwertet. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Fridolin Einböck. Ich bin Lehrer an der HTL Salzburg. Ich habe auch heute meine Schulklasse mit, also die 4C. Falls irgendwer sie nicht ordentlich benimmt. Ja, danke sehr. Falls sie wer nicht ordentlich benimmt, waren es wahrscheinlich diese 23. Ja. Meine Fächer sind Physik und Informatik, ich habe beides mittlerweile im Master studiert. Unterricht an der Elektronik und technischen Informatik bzw. an der Medizintechnik und bin selbst stolzer PV-User bzw. Besitzer. Ich habe ein kleines Reihenhaus in der Nähe von Salzburg. Angefangen mit Balkonsolar, 2 Modulen, dann erweitert am Carport mit 4 Modulen und dann auf der Südseite auch nochmal 4 Module und dann auf der Nordostseite sogar mit 8 Modulen. Das heißt, ich habe mich schon langsam an das Thema herangenähert und mit Hilfe meiner Kollegen haben wir dann über den letzten Jahren auch in die Akkutechnologie bzw. in den Akkubau hineingeschnuppert. Ein Wort der Warnung ist immer ganz wichtig am Anfang. Ja, dieser Vortrag ist von Bastler für Bastler. Meine Kollegen in der Werkstätte mögen mir verzeihen, dass ich Bastler sage, ja, weil wir sind ja, bilden ja Professionisten aus, aber prinzipiell alles, was nicht kommerziell vertrieben wird, muss man als Bastlerlösung ansehen. Ja, also wichtig ist Eigenverantwortung. Das heißt, man sollte zumindest grundlegend wissen, was man tut. Das Ohmsche Gesetz sollte jedem bekannt sein und auch die, wie man denn eine Leistung ausrechnet, beziehungsweise was Strom und Spannung ist, sollten auch geläufig sein. Ja, dann, bevor man anfängt, ist Information das Allerwichtigste. Den ersten Schritt habt ihr schon gesetzt, indem es praktisch da jetzt kommt und heute dabei seid. Der zweite Schritt, der euch nicht Sport blamiert, ist, dass ihr Stunden in YouTube-Videos, ja, in diversen Foren und irgendwelche Bücher verbringt und euch dort vertieft, um eben genug Know-how zu haben, damit nichts passiert oder möglichst nichts passiert. Ja, und dann das Wichtigste, der wichtigste Punkt, Hausverstand. Das ist aber der, den man nicht beim Billa zum Kaufen kriegt, sondern der ganz normale Hausverstand. Ja, gut. Das heißt, in Abwandlung von Newtons Zitat kann ich nur hier stehen, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe. Und in dem Fall sind die drei Riesen, bei denen ich mich bedanken möchte, eben der Michael Schulz, der Dr. Glammler und der Diplom-Ingenieur Salhofer. Die sind bei uns im Physikerkabinett, ja, im Kammerl, sitzen alle beieinander und tüfteln in den Freistunden an Energielösungen. Also nicht nur, manchmal trinken wir auch Kaffee, aber prinzipiell dreht sich in letzter Zeit eigentlich alles um das Thema Solarakku. Ja, wieso braucht man denn überhaupt einen Solarakku? Und da ist diese klassische Verbrauchs- und Erzeugerkurve, das heißt dieses gezackte hellgrüne, das ist praktisch so der Durchschnittsverbrauch einer österreichischen Familie. Man möge mir verzeihen, da wird davon ausgegangen, dass die Frau Mittag immer kocht. Ja, das ist natürlich heutzutage nicht mehr so. Oder großteils. Bitte? Ich hab's. Na, das Diagramm ist, weiß nicht, also die Stadtwerke, ich habe das Schönste gefunden, was am besten Kontrast hat. Ja, also ich habe es am Mittwoch runtergeladen, also ich nehme mal aus, darf noch nicht so alt sein. Aber vielleicht ist die Klientel von deutschen Energieverzeugern eher konservativ. Also, ja. Das heißt, wir haben praktisch diesen Zicke-Zacke-Verbrauch untertags und diese klassische gaussche Glockenkurve ist in die Solarproduktion, die man mit so einem klassischen Solarpanel bzw. so einer kleinen Anlage, in dem Fall mit 5 Kilowatt Peak, wie es ausschaut, so erreicht. Und man sieht natürlich, ich habe viel Raum, wo ich praktisch viel Strom erzeuge, aber den nicht abnehmen kann. Das heißt, dieser Strom im schlechtesten Fall verschenke ich an einen Energieversorger. Im besten Fall kriege ich, mittlerweile sind die Einspeistarife ja in Österreich relativ hoch, dank der ÖMAG-Förderung. Aber wir haben auch schon Zeiten gehabt, da hat es nur 7 Cent für die Kilowattstunde gegeben.
Das heißt, wenn man denn das mit der Eigennutzung ernst nimmt und den Bastlergedanken im Hintergrund hat, ist es notwendig, dass man praktisch schaut, dass man diese Energie, diese Energie irgendwo hinspeichert. Und da gibt es natürlich einen Haufen Lösungen und die sind meistens nicht billig. Das heißt, kommerzielle Akkus für verschiedene Wechselrichtersysteme, sei es jetzt von Fronius oder von SolarEdge, die können nur mit proprietären Akkus versorgt werden. Das heißt, ich muss den Akku, wenn ich einen Fronius-Wechselrichter habe, auch von Fronius kaufen. Dasselbe ist bei SolarEdge. Aber es gibt natürlich auch kommerzielle Produkte, die für den Heimgebrauch und für möglichst viele Wechselrichtersysteme geeignet sind. Und ich habe eins der billigsten, was man so generell oft verwendet und hört, herausgesucht. Das sind diese Pylontec-Akkus. Das sind so Rack-Einschübe, falls irgendwer weiß, was ein Server-Rack ist. Die sind so 19 Zoll Rack-Einschübe. Und auch so ein Einschub hat ungefähr, ich glaube, 5 Höheneinheiten, falls die ITler unter dem Publikum das irgendwas sagt. Das sind ungefähr so 2,5 bis 3 oder 5 Zentimeter, das ist eine Höheneinheit ungefähr. So, und die kann man natürlich stapeln. Und also eine kleine oder die kleinste Einheit hat eben knapp 4,8 Kilowattstunden, die man dort drin speichern kann. Die kann man natürlich stacken. In unserem Fall, weil wir wollen ja ungefähr ein knapp 15 Kilowattstunden System da aufbauen, braucht man 3 von diesen Dingen. Und ich habe mir es ausgerechnet, bei diesem günstigen Produkt kommt man dann auf einen Preis ungefähr von 435 Euro für die Kilowattstunde. Wenn ich jetzt ein System habe von einem großen Hersteller, dann bin ich leicht einmal bei 1000 Euro für die Kilowattstunde. Und dann, wenn ich so eine Speicherlösung habe mit 10 Kilowattstunden, dann ist das relativ teuer. Ja, dann 10.000 Euro, das ist furchtbar. Aber es gibt natürlich auch, und deswegen sind wir alle heute hier, die Möglichkeit, das selbst zu machen. Und zum Einstieg gerade ein kleiner Überblick, was man denn braucht, ja, und was das ungefähr kostet. Das heißt, ich brauche diese Lithium-Eisenphosphat-Akkus, in unserem Fall mit 280 Amperestunden, weil das ist der Akkutyp, der am gängigsten ist. Die findet man bei allen größeren Online-Versandhäusern. Zum Thema, wo man die bezieht, gehen wir später noch kurz darauf zurück. Dann brauche ich ein Batteriemanagementsystem. Das liegt so im Bereich zwischen 170, manche gibt es ja schon um knapp über 100 Euro, je nachdem, was man will. Und dann brauche ich natürlich einen Haufen Zubehör. Ja, Kabel brauche ich, Schalter, Gehäuse, Sicherungen, Kabel, Stecker manchmal, Trennschalter und so weiter. Und da ist natürlich die Range, je nachdem, wie gut das Bastlerlabor bzw. der Keller bestückt ist, ist das eine Bandbreite. Aber mit ungefähr 500 Euro im Worst Case, wenn man gar nichts hat, ist man gut dabei. Das heißt, ich komme dann auf einen Kilowattpreis im Worst Case von auf 178 Euro für die Kilowattstunde und kann natürlich, je nachdem wie groß ich den Akku baue bzw. wie viele Synergien das ich nutze, wesentlich günstiger werden als das professionelle Produkt, eben bei diesen knapp 170 Euro. So, und dann hüpfen wir gleich zum wichtigsten Punkt. Das heißt, wir besprechen zuerst, welche Komponenten das man braucht, auf was man aufpassen soll, wo man die herbekommt. Und dann kümmern wir uns, wie man denn die ganzen Komponenten miteinander vereint und dann Akku baut. Das heißt, die wichtigste Kernkomponente ist eben dieser Lithium-Eisenphosphat-Akku, den es mittlerweile bei Amazon sogar zum Kaufen gibt, nur zu Preisen, die jetzt eher Apothekerniveau haben. Sinnvollerweise und günstigerweise muss man diese Akkus mittlerweile in China kaufen. Ja, so sehr einem das vielleicht stört, aber es ist halt so. Ja, das ist eine politische Diskussion. Die Deutschen haben vor knapp 20 Jahren die ganze Solartechnologie nach China verkauft, weil sie sich nicht rechnet und mittlerweile jammern sie, dass man keine Produktion mehr im Land hat. Und so ist es auch bei den Akkus. Das heißt, diese Akkus, egal was für Pickel drauf ist, die kommen zu 100% oder zu fast 100% immer aus China. Und da gibt es natürlich verschiedene Bezugsquellen. Jeder kennt, nehme ich mal an, AliExpress. Das ist auch nur die zweitbeste Bezugsquelle. Die beste Bezugsquelle ist Alibaba.com. Alibaba.com ist prinzipiell für Reseller, das heißt Business to Business, aber bei entsprechenden Volumina liefern die natürlich auch an Private. Im Anhang der Folien habe ich das kurz gesagt. Die Kollegen und ich, wir haben gemeinsam 172 dieser Akkus gekauft. Wir haben uns dort
registriert sind, aufgetreten. Wir Großkonzernen haben gesagt, wir versprechen euch, dass wir im nächsten Jahr mindestens 50.000 solche Akkus kaufen. Und wir brauchen aber als Anfang zum Testen eine kleine Charge und deswegen brauchen wir nur 172. Ja, dann haben die gesagt, ja super, wir liefern euch gern. Und natürlich muss man die Spreu vom Weizen trennen. Das heißt, welche Anbieter sind seriös auf diesen Plattformen und welche sind nicht seriös. Das heißt, nicht seriös sind die, die das Blaue vom Himmel versprechen und die einen permanent triggern. Man muss dort leider seine Mailadresse angeben und man muss dort seine Telefonnummer hinterlegen auf dieser Alibaba-Plattform. Und gleichzeitig, sobald man das macht, hat man schon die erste WhatsApp-Nachricht. Ich bin die Susi aus Shenzhen, ja, und würde gern mit Ihnen Geschäfte machen. Da muss ich natürlich sagen, da ist natürlich die Community wieder das Wichtigste. Es gibt relativ große deutschsprachige Foren und dort haben diverse Menschen schon bestellt und teilen dort ihre Erfahrungsberichte. Und es wird immer lauter, habe ich das Gefühl, aber ja, das war gerecht. Wunderbar. Dort teilen die Leute ihre Erfahrungsberichte und da muss man sich ein bisschen durch die Foren quälen. Und es gibt ein paar Reseller, die sich da herauskristallisiert haben, die zuverlässig sind, die innerhalb der angegebenen Zeiten liefern. Und ich will jetzt da keine Namen nennen, aber im Anhang bzw. am Ende der Folien können Sie euch dann per Mail bei mir melden und ihr kriegt dann praktisch eine Liste mit Resellern. Ich sage jetzt nicht vertrauenswürdigen, aber wo es bei den letzten Bestellungen keine Probleme gegeben hat. Ja? Also das heißt, man muss dort eher großspurig auftreten, dann sind sie eher bereit, das preislich entgegenkommen. Wir kaufen die Akkus jetzt ungefähr frei Haus, inklusive aller Zollabfertigung, mit einem Spediteur, der vertrauenswürdig ist, entweder GLS oder DPD, um 128 Euro das Stück. Wenn man nach Deutschland liefern lässt und vielleicht die räumliche Nähe hat, dann geht es nur ein bisschen billiger, aber nach Österreich direkt, nach Salzburg direkt ins Kabort oder vor die Haustür 128 Euro. Die Zelle bei einem Volumen von ungefähr 200 oder 150 bis 200 Zellen. Der Versand dauert knapp 40 Tage, 45 Tage, je nachdem, wie der Seegang ist, beziehungsweise ob der Suezkanal gerade verstopft ist. Ja? So, also die Akkus. Und man sollte dann bitte darauf hinweisen, man möchte Grade A Akkus. Wichtig ist, dass man muss mit diesen Resellern immer chatten über diese Alibaba-Plattform. Das hat den Vorteil, bitte keine Chats über WhatsApp beginnen, sondern über die Alibaba-Plattform, weil dort wird alles protokolliert. Und Alibaba selber ist darauf bedacht, dass er die Kunden, also uns Europäer, bei der Stange hält. Also die Versicherung ist relativ gut. Das heißt, wenn man Probleme mit dem Reseller hat, weil dann entweder die Ware kaputt ist, weil es vom LKW gefallen ist, oder nass ist, ist auch schon passiert, da darf offensichtlich hoher Seegang passiert sein auf dem Weg zu uns, dann kann man das dort reklamieren und wenn man hartnäckig genug ist, dann bekommt man auch das Geld von der Alibaba-Plattform wieder zurück. Auch die Zahlung sollte man über Alibaba abwickeln. Also nicht direkt an den Reseller bezahlen, sondern immer über die Plattform. Das ist wie bei eBay, da gibt es diesen Käuferschutz und der funktioniert auch wirklich gut. Ich habe das gemacht, das erste Mal, 172 Akkus bestellt, knapp 20.000 Euro überwiesen, war mir leicht mulmig. Es hat keine zwei Stunden gedauert, dann hat mich mein Bankberater angerufen. Herr Einböck, ist es schon richtig, dass Sie 20.000 Euro nach China überweisen? Sag ich, ja, es ist richtig, ja, weil die haben schon geglaubt, der Neffentrick. Ja. Aber also das muss man sich zutrauen. Ja, man muss auch das finanzielle Risiko, natürlich habe ich nicht das vorfinanziert, sondern wir haben halt da gemeinsam eingezahlt und dann das erledigt. Aber das sollte man sich bewusst sein, dass da auch was schief gehen kann. Gut. Das nächste, bitte. Gebrauchte Akkus. Also es gibt Leute, die mit diesen kleinen 18650er Zöllen anfangen. Gebrauchte Akkus würde ich nur nehmen von E-Auto-Herstellern. Also gebrauchte Akkus, es gibt ja mittlerweile genug E-Autos, die herumfahren und die natürlich auch noch Unfälle verursachen. Und die Moon Cities, der vielleicht offiziell nicht sagen, also nicht sagen, Sie wissen es von mir, da gibt es Unfallfahrzeuge, dort kann man hingehen und wenn man glaubhaftes Interesse und nachweist, dass man nichts Böses damit macht, dann kann man auch Autozöllen kriegen. Ja? Gebrauchte Akkus aus E-Fahrrädern und so sind nicht praktikabel, weil die Zöllen so klein sind und der Aufwand,
die irgendwie zu stacken und da dann auch kurz draus bauen, meine Augen viel zu hoch ist und auch viel zu unsicher. Die zweite wichtigste Komponente, auch wenn es die kleinste und billigste Komponente ist, sind die Busbars. Ja, das sind diese Verbinder zwischen den einzelnen Zellen, damit man praktisch die in Serie schalten oder parallel schalten kann. Und diese Busbars gibt es in verschiedensten Ausführungen. Die Hersteller aus China liefern immer Busbars mit, aber die sind meistens vernickelte Kupferplatten, zwar mit einem Langloch, so wie da. Wieso das wichtig ist, schauen wir uns dann später an. Und meistens auch isoliert in der Mitte, aber normalerweise, man kann davon ausgehen, man kriegt einfach ein Stickerl Metall mit zwei Löchern. Wenn man dort aber auch sagt, ja, wissen Sie, wir kaufen 20.000 Zöne im Jahr, dann bitte ersetzen Sie die Standard-Busbars, nicht die da, sondern liefern Sie uns bitte flexible Busbars mit. Dann lassen Sie sich meistens auch dazu überreden. Im schlimmsten Fall verlangen Sie 50 Cent für einen flexiblen Busbar, aber das ist dann endenwollend teuer, sodass man das Angebot nicht annimmt. Der Vorteil ist, sie sind flexibel, ja. Deswegen heißt es flexibel Busbars und können natürlich auch mechanische Belastungen eher wegstecken als die starren. Wieso das wichtig ist, kommt auch später beim Zusammenbau. Also Akkus, Busbars, dann natürlich das BMS, das Batteriemanagementsystem, schaut dafür, dass dem Akku gut geht und überwacht die einzelnen Zellen. Der Laderegler, der unseren Akku auflädt, egal von welcher Firma ist, da sagt man einfach, okay, bitte maximal bis, sage ich jetzt mal Hausnummer, 58 Volt laden. Ja, und dann schaltet halt der Laderegler einfach ab, wenn die 58 Volt vom Akku erreicht sind. Aber wie es dem Akku geht, weiß der Laderegler nicht. Deswegen ist es essentiell, dass man ein BMS verwendet. Also ein Batteriemanagementsystem. Und am besten mit Active Balancing. Was das genau ist, das sehen wir gleich. Aber nur ganz kurz, was macht dieses BMS? Ja, das BMS zeigt man, sofern man so ein Display dazu kauft. Meistens gibt es auch eine Bluetooth-App oder eine App dazu für alle Devices, also Android oder iPhone bzw. macOS. Und mit dem konfiguriert man es meistens. Leider ist die Menüführung großteils auf Chinesisch. Da muss man halt durch. Gott sei Dank verwenden die Chinesen unsere arabischen Ziffern. Das heißt, man kann die Spannungswerte gut ablesen. Also, man sieht eh, wir verwenden großteils das JK-BMS, mit dem haben wir wirklich gute Erfahrungen, da hat es noch nie Probleme gegeben. Und wir haben jetzt schon sicher an die 15 so große Akkus gebaut. Also, dieses JK-BMS, leider, wie gesagt, man ist immer noch diese chinesischen Schriftzeichen drinnen, aber was sieht man? Naja, ich sage einmal, wie viel im Akku drinnen ist, wie viel das aufgeladen ist, in welche Richtung der Strom gerade fließt, wird entladen oder geladen und ich habe, das ist das Wichtigste, die Zellüberwachung. Das heißt, ich weiß den Status bzw. die Spannung jeder Zelle. Und die mit dem niedrigsten Ladestand und die mit dem höchsten Ladestand sind auch nochmal zusätzlich gekennzeichnet. Und wenn man sich da die dritte Kommastelle oder zumindest die zweite Kommastelle anschaut, dann sieht man, dass die eigentlich alle die gleiche Spannung haben. Und das ist essentiell, weil wir wissen ja, so eine klassische, wissen wir wahrscheinlich nicht, aber so eine klassische Lade- und Entladekurven von einem Lithium-Eisenphosphat-Akku schaut so aus. Das heißt, es gibt beim Laden diesen Anstieg, ja, diesen exponentiellen, dann gibt es klassische Knie und dann geht es fast in eine Waagerechte über. Das heißt, wir nennen das aber Stromschwamm. Ab 3,2 Volt kann man nicht wirklich mehr anhand der Spannung feststellen, wie voll der Akku ist, weil ihm das fast waagerecht ist. Und erst dann, wenn es wieder in das nächste Knie geht, weiß man, hoppala, ich bin beim Vollwerden. Und daher ist wichtig, dass man ein Batteriemanagementsystem verwendet, weil man ja nicht genau weiß, das ist immer von einem Akku, beziehungsweise von einer Zelle, aber nachdem ich 16 so Zellen habe und jede Zelle, so genau kann man es gar nicht bauen, immer unterschiedliche Kapazitäten hat, unterschiedliche Innenwiderstände, gibt es immer wieder Abweichungen und diese Abweichungen gleicht das BMS aus. Wenn man jetzt ein System hat ohne BMS, sondern einfach die Zöne in Serie schalten und man lädt einfach auf und sagt, okay, bei 58 Volt ist Schluss und ich möchte nicht weniger als 48 Volt haben, dann habe ich nur die zwei Parameter. Aber wie es in den einzelnen Zellen ausschaut, das weiß ich dann nicht. Und ich lade jetzt zum Beispiel da im Fall A auf und insgesamt
sorgt man mit Akku einen Ladestand von 62%, State of Charge, wie man so schön sagt. Aber die einzelnen Zellen haben durchwegs unterschiedliche Ladestände, von 70, 80, 50, 60 und so weiter. Und das ist dann eher schlecht, weil ich komme dann in ein gewisses, beim Entladen, mache ich teilweise eine Tiefentladung. Das heißt, mein System sagt mir, ich habe zwar nur 2% Gesamtladung oder Gesamtkapazität, aber hoppala, da habe ich nur 10, 20 und den tue ich schon tiefentladen, weil die anderen noch voll sind und durch das, dass der noch so voll ist, ist mein Gesamt-State of Charge immer noch höher. Der CV ist dasselbe beim Laden. Das heißt, ich lade auf, mein System sagt, ich habe erst 98%. Ja. Manche Akkus werden aber schon überladen und andere sind noch nicht einmal annähernd voll. Und der dritte oder vierte Fall in dem Fall mit Balancing, das heißt, ich schalte einfach parallel einen Widerstand dazu, zu der Zelle. Das heißt, die kriegt bei Weitem nicht mehr so viel Strom und die Kapazität bzw. der Strom rennt dann in die Zellen, die noch nicht so voll sind. Das ist der einfachste Fall. Und wir wollen aber bessere Fälle. Wir wollen nämlich unsere Kapazität maximal ausnutzen. Und deswegen ein bisschen einfache Folie, aber die Quintessenz aus der vorhergehenden. Das heißt, beim Laden, ja, wenn ich ein BMS ohne Balancen habe, dann schaut er sich zwar die einzelnen Zellen an und schaltet die Gesamtladung ab. Weil er weiß, hoppala, die Zelle 2 ist schon vollgeladen, das heißt, ich tue in das System nichts mehr rein, weil sonst könnte es passieren, dass ich manche Zellen überlade. Das Überladen, ja, thermisch wird es dann, oder sage ich mal, die Zellchemie wird sich dann verändern. Ja. Es ist nicht mehr garantiert, dass es funktioniert. Und man sagt jetzt, früher hat man gesagt, die Zelle brennt, aber Lithium-Eisenphosphat-Akkus brennen nicht, sondern die dann, sage ich jetzt mal, wir sagen ausgasen. Und das Ausgasen passiert aber, die gesamte Zelle wird dann 300 bis 400 Grad warm. Also es gibt keine klassischen Flammen, aber sie gast halt aus. Das Gasen, die Gase sind giftig. Und deswegen braucht man unbedingt der BMS, dass man zumindest nicht überladen. Und beim Entladen wird der Akku kaputt. Also überladen ist gefährlicher, weil Gase und brennen. Entladen ist gefährlicher, weil alles kaputt und die Investition dann umsonst war. Also, klassisches BMS ohne Balancen, schaut einfach, wie geht es der einzelnen Zelle und schaltet dann ab. Ich habe dann unterschiedliche Ladezellen und ich kann auch nicht meine volle Kapazität nutzen. Und beim Entladen ist dasselbe, kaum ist eine Zelle gar, schaltet das BMS ab und sagt, ich gebe keinen Strom mehr her, weil eine Zelle schon entladen ist, obwohl noch genug Kapazität in die anderen drinnen war. Ja? Und deswegen... Das würde ich nicht machen, weil wenn ich 16 Zellen habe, dann brauche ich 16 Ladegeräte. Ja, 16 Ladegeräte, der Overhead, ein BMS kostet 170 Euro. Wenn 16 Lade... Ja, aber zum Balancen, das heißt Balancen, das Balancen macht nichts anderes, als es schaufelt von Zellen, die mehr Kapazität haben, in Zellen, die weniger Kapazität um. Das heißt, es schaut das praktisch wie beim korrespondierenden Gefäß, da kommt wieder der Physik raus, ja. Vielleicht aus den Unterstufen kennt nur jeder den Versuch, wenn ich so Glasgefäße habe, verschiedene Vasen, die miteinander verbunden sind, dann ist der Wasserstand in jeder gleich. Und das Balancen macht nichts anderes. Das heißt, wenn eine Batterie voll ist, nimmt es die Kapazität, beziehungsweise was da drinnen ist, und schaufelt es in die anderen Zellen um. Das ist das aktive Balancen. Ja? Wie gesagt, da gehen wir schon in die Tiefe. Wir sollten schauen, dass wir zum Akku kommen. Wir sind gut in der Zeit. Bei Question and Answers am Schluss können wir uns das dann anschauen. Also bitte, ja. Passives Balancen gibt es auch. Passives Balancen geht auch. Da verbrennen sie einfach die Energie mit einem Widerstand. Ja. Active ist besser, weil er dann einfach die Kapazität von einem Akku in den anderen umschichtet. Da gibt es dann Balancer. Die Balancer-Ströme haben zwischen 1 oder 1,5 Ampere, 1 Ampere oder 2 Ampere. Je mehr Balancer-Strom, desto besser, weil dann funktioniert es auch schneller. Gut, die nächste Komponente nach dem BMS sind eben Sicherungen und Trennschalter aller Orten. Das heißt, alle stromführenden Leitungen sollte man gegen Überströme sichern. Das sind die ganz die klassischen Schmelzsicherungen, wie man es aus dem Auto kennt. Die gibt es natürlich auch bis 150 Ampere oder 300 Ampere. Dann gibt es so Schalter,
die klassischen Sicherungsautomaten, aber die sind eher aus dem Boots- und Autobau. Die verwenden wir aber auch relativ gern. Und jetzt kommen wir schon zum Zusammenbau des Akkus. Das heißt, was mache ich als erstes? Das heißt, ich habe die Charge gekriegt aus China, ich habe es ausgepackt. Und das Erste, was ich mache, ist Innenwiderstand messen. Es gibt Innenwiderstandsmessgeräte und da sollte man halt schauen, ob jede Zelle innerhalb der Spezifikationen im Datenblatt ist. Und wenn das passt, dann weiß man, okay, das passt, die haben funktionieren. Und da, bevor man es einbaut, ist es wichtig, alle Zellen auf dieselbe Spannung zu bringen. Das heißt, wir haben es da, sehen Sie es eh, einfach parallel geschalten und dann mit Labornetzteilen probiert aufzuladen. Zuerst haben wir nur eins angehängt. Und dann haben wir geschaut, okay, da haben wir 3,6 Volt, ja, das wollten wir. Und dann haben wir aber nur 7 Ampere. Und dann haben wir zum Rechner angefangen, ah, Ohmsches Gesetz, da war was, ja, Leistung. Scheiße, da rinnen nur 30 Watt rein, maximal. Jetzt habe ich aber 14,8 Kilowatt. Ja, das wird lang dauern. Und deswegen haben wir dann kaskadierend alle Labornetzteile, die wir gefunden haben, da angehängt. Ja. Dann hat es nicht einen Monat gedauert, sondern nur mehr 10 Tage. Ja. Aber man sieht, wie gesagt, das sind Batterieschwämme, also das sind wirklich Stromschwämme, da rinnt Strom eine Ende nie. Ja. Also 280 Amperestunden hat eine und ja, mit D 7 Ampere, das ist dann mühsam. Also, alle mal aufladen gleichzeitig. Das ist einmal der erste Schritt. Und dann muss man die Zellen einbauen. Im besten Fall verpressen. Die Hersteller sagen, man muss die Zellen verpressen. Das heißt, 300 Kilo, das ist zwar für einen Physiker, tut das auch schon wieder ein wenig weh, man sollte mit 300 Kilo verpressen. Druck ist da eigentlich eine andere Einheit, aber okay. Ja, man weiß, man sollte sie einfach einspannen. Das hat den Grund, durch das Laden und Entladen der Zellen passieren Ausgasungen in der Zellchemie. Und wenn ich die Zellen nicht verpresse, dann bauchen sie sich auf der Seite aus. Also es ist jetzt nicht so sehr, ich zeige euch dann kurz eine Lösung, die sehr ingenieurwissenschaftlich ist und ich zeige euch eine Lösung, die sehr praktikabel ist. Ja, ihr kennt den Unterschied, also man hört schon, dass der Unterschied groß ist, auch im Aufwand, aber es ist halt zumindest die ingenieurwissenschaftliche korrekt und die praktikable ist halt nur praktisch. Das heißt, am besten einbauen in irgendwas. Der Kollege hat das so gemacht, er hat sich da so einen Schrankerl gebaut und hat unten, weil die Zellen in einem gewissen Temperaturbereich sie am wohlsten fühlen, so ungefähr zwischen 5 Grad bis 40, 45 Grad, da fühlt sie sich am besten wohl. Und nachdem er das in der Garage aufgebaut hat und im Winter auch etwas kühler wird, hat er unten Heizmatten reingelegt. Das heißt, ein Temperatursensor, wenn die Zellen zu kalt wird, dann heizen wir einfach ein bisschen ein. Und wir sind immer im optimalen Temperaturbereich. Also einspannen und vielleicht, wenn man es kalt, muss man es natürlich auch ein bisschen beheizen. So, dann einbauen. Einbauen und verpressen. Und erst, wenn sie eingebaut und verpresst sind, dann kommen die Busbars drauf. Ja, die Busbars, in dem Fall perfekt isoliert, das heißt, die Busbar selber mit einem Schrumpfschlauch und die Pole auch nochmal mit so einer Endkappe aus Silikon gesichert. Also, Akkus aufladen, verpressen, Busbars. Und jetzt kommen wir, warum die flexiblen Busbars so wichtig sind oder von Vorteil, weil, Entschuldigung, weil man schaut, dass alle Zellen dieselbe Spannung hat und wenn nach dem Einbau schon auseinandergehen, dann tut sich das BMS am Anfang mit dem Balancen furchtbar schwierig, also furchtbar schwer. Und wenn man dann nur ein BMS hat, was nur ein halbes Ampere Balancerstrom hat, dann dauert das Balancen eine halbe Ewigkeit. Außerdem kann man dann beim Laden schon feststellen, ob die Zellen vielleicht kaputt sind, weil dann sieht man, ah, die eine will gar nicht oder wird gleich warm und solche Sachen. Also das hat sich bewährt. Wir haben auch schon Kollegen gehabt, die haben gesagt, nein, das vergiss ich, das mache ich dann nachher. Weil ich habe ein System mit 2 Ampere Balancer und der hat dann alles wieder zerlegt und hat es dann parallel geschalten und wieder aufgeladen. Ja, also dieser Best Practice, das hat funktioniert. Also nach dem Verpressen dann die Busbars drauf. Und durch die, wo ich schon gesagt habe, vielleicht Ausgasungen und es bewegt sich da ein bisschen was und die Zellen, auch wenn es nur Millimeter sind, aber stellen Sie sich vor, die sind starre Verbindungen ohne irgendeine Flexibilität, dann habe ich Kräfte auf den Polen, die ich nicht haben will. Da verbirgt sich dann vielleicht was, da bricht dann vielleicht was oder ähnliches.
Wichtig ist auch, man sieht da die roten Plastik-Trennscheiben. Zwischen jeder dieser Zellen ist nur mal ein Kunststoffisolat da drinnen, weil die Zellen, das sind Alutöpfe und über dem Alutopf ist nichts anderes als die blaue Folie. Und die blaue Folie ist ein Plastiksackerl ein bisschen. Wenn jetzt da beim Bauen irgendwie vielleicht ein Metallspan reinkommt und dann dehnt sich die Zelle ein bisschen aus, dann kann es sein, dass diese Isolierung aufreißt und dann kann es sein, dass es einen Kurzschluss gibt. Also immer zwischen den Zellen auch isolieren. Dann Montage des BMS-Systems. Das BMS-System ist standardmäßig am negativen Pol angebracht und die kleinen Kabel da, die roten, die monitoren dann jede einzelne Zelle und somit kann ich das, was man vorher gesehen hat, die Spannung jeder einzelnen Zelle messen und dann auch monitoren und dann funktioniert das Balance automatisch. Also das BMS einbauen, da mit Minuspol verbinden und die andere Seite geht dann zu den Wechselrichtern. Sicherungen. Ganz wichtig, ja, jede stromführende Leitung sollte man absichern. Und diese drei Typen haben sich herauskristallisiert als optimale Sicherungen. Das sind die klassischen H0-Trenner, wie man es als Hauseingangssicherung oder Zählernachsicherung verwendet. Prinzipiell reicht es, wenn man einen Pol mit einer Sicherung versieht. Ja, aber man, natürlich kann man allpolig sichern, ist sicher sicherer. Dann gibt es die klassischen Automaten, die wir alle kennen, aus einer halbwegs modernen Hausverkabelung. Die gibt es natürlich auch für Gleichspannung. Und die gibt es natürlich auch mit Strömen, die wir brauchen, beziehungsweise der halt 125 Ampere aus. Wichtig bei diesen Dingen ist, dass man sie polrichtig einbaut. Also der Minuspol muss dort hin, wo der Minus ist, und der Plus dort, wo der Plus ist. Weil, die manche wissen es da, der Physiker Severin zum Beispiel, ja, der weiß, also ein DC-Lichtbogen, das ist gefährlich. Und die haben Magneten drinnen, die die Lichtbogen beim Schalten vom Kontakt wegziehen. Deswegen ist bei D wichtig, dass man das Pol richtig einbaut. Die sind relativ sicher durch die Magneten und dass da praktisch keine Funkenstrecken gibt, die uns irgendwie wedern. Die haben nur einen Nachteil. Wenn da Ströme fließen, jenseits der 100 Ampere, das kann gleich mal passieren, dann werden die Dinger warm. Und warm heißt wirklich warm. Die haben dann 60 Grad, die kann man teilweise nicht mehr angreifen. Man ist immer nur innerhalb der Spezifikation, aber sie werden halt warm. Deswegen ist wichtig, dass man bei den Anschlussleitungen nicht beim Querschnitt spart. Das heißt, wenn laut VDE vorgeschrieben ist 35 Quadrat, dann war es sinnvoller, man nimmt 50 Quadrat, weil die Leitung ist dann gleichzeitig die Kühlung oder die Kühlung für den Sicherungsautomaten. Und die haben wir dann auch schon gesehen, das sind die klassischen Bootsicherungen, also Automaten mit 200 Ampere. Das sind die billigsten, ja, funktionieren aber auch tadellos. Gut. Da habe ich gesagt, Bauformen zum Verpressen, verschiedene Formen, das ist die praktikable. Man nimmt einfach zwar Metall, aber Kunststoff oder Holzplatten, nimmt einen U-Winkel, ob der aus Alu oder aus Eisen ist, ist völlig irrelevant, und nimmt dann Metallpaketbänder oder so Bänder, mit denen man zum Beispiel Bündel aus Alu-Profilen geliefert kriegt, die kann man dann einfach zusammenpressen, dann schaut man halt einfach per Hand, dass man oben ungefähr dieselbe Klemmspannung verwendet wie unten und gut ist. Das funktioniert, das läuft bei einem Kollegen schon Jahre ohne irgendwas. Ja, keep it simple, stupid. Das ist das Prinzip. Natürlich, dann haben wir einen Kollegen, der das ein bisschen ernster nimmt. Das schaut zwar furchtbar aus, aber der hat gesagt, okay, naja, ich baue es lieber in ein Metallgestell ein, weil Holz und Plastik, wenn es wirklich warm werden will, ich das auch nicht. Und der dämmt es dann mit Steinwolle. Falls dann wirklich durchgehen und heiß werden, dann habe ich zumindest die Steinwolle auf der Seite. Oben hat er dann auch Steinwollematten drüber. Ja, kann man auch machen. Ja. Und jetzt die High-End-Lösung. Die High-End-Lösung, man sieht es jetzt da, als, wie gesagt, der schematische Aufbau kommt da noch. Der Kollege, ja, TU Graz, Physiker, stolzer Absolvent dieser Anstalt, sagt, ja, na, also wenn da steht im Datenblatt 300 Kilo, dann machen wir das auch so. Ja. Und wenn da steht 300 Kilo, dann machen wir genau 300, nicht ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Und der hat sich ein System entdeckt oder ausgebaut, beziehungsweise ausgedacht, das mit Hilfe einer Feder, also die Federkonstanten dann ausgerechnet,
kann dann nachspannen und hat immer garantiert die 300 Kilo bzw. die 0,882 Bar auf die Fläche der Zelle. Man sieht es ja da, damit, also da sieht man es nicht so gut, aber da sieht man die Feder. Das heißt, die Feder ist über Umlenkrollen verbunden, druckt hinten und vorn drauf. Die ist dann auch wieder in einem Polokalrohr versteckt, dass auch ja nichts ist, dass es Metallteile nicht gibt. Ja. Die Verkabelung ist nahezu perfekt. Er hat das da in einem feuerfesten Rigipsgehäuse alles eingebaut. Das heißt, falls die Zöllen wirklich durchgehen, dann bleiben die da in dem Containment, wie er das nennt. Das erinnert euch ein wenig an einen Reaktorunfall, aber ja. Er nennt das auch Containment, ja. Und er hat dann Lüfter drinnen, er hat eine Heizung drinnen, hat Gassensoren drinnen. Also, die möchte gar nicht wissen, wie viel Arbeit. Also, ich glaube, er hat promoviert über, ist schon ein Götter, hat promoviert über CT, irgendwelche Computertomographen oder MRTs. Ja. Aber ich glaube, da hat er mehr reingesteckt. Arbeit und Know-how als in die Dissertation. So, diese natürlich, er hat natürlich auch eine grafische Zeichnung, die ist natürlich frei zugänglich, mit FreeCAD erstellt, perfekt, ja, bemoost. Und man sieht da die Kraftverteilung. Das heißt, wir haben da unsere Feder und die Kraftverteilung hat er natürlich über so einen klassischen Arm. Das heißt, die Kraft wird zuerst auf alle zwei verteilt und dann wieder verteilt, sodass wirklich der Druck gleichmäßig auf den Zellen lastet. Ja, er hat auch wirklich ein Paper dazu geschrieben. Er hat es nie veröffentlicht, aber er hat ein Paper, die Berechnungen und wie er die Federkonstanten ausgemessen hat. Weil er hat nur beim Amazon so Federn gekriegt für so Korbsessel, die man am Balkon hängen kann und solche Sachen. Ja, auf jeden Fall hat er dann beim Hersteller angefragt, ob sie eine Federkonstanten für eine Feder haben. Dann haben sie gesagt, wir sind eine Federkonstanten. Ja. Also, wie gesagt, man kann das natürlich auch mit einem Aufwand betreiben, der technisch richtig ist, aber natürlich viel Arbeit erfordert. Ja? Und, ja, den hat er optisch. Jetzt der Sensor ist beim Einbau, das heißt, er schaut alle zwei Wochen und liest ab, ob sie die Feder bewegt hat oder nicht. Ja? Und spannt dann dementsprechend noch. Also, wie gesagt, in 45 Minuten ist jetzt nicht mehr als eine rudimentäre Information, wie das funktioniert. Im Anhang gibt es dann auch noch Quellen, wo man nachschauen kann. YouTube-Videos, die besten Kanäle. Also ich habe schon mal vorselektiert, damit man nicht 5 Stunden umsonst, bis man dann zum richtigen Kanal findet. Also ich habe schon ein bisschen vorselektiert. Aber nochmal die wichtigsten Hinweise bei dem Akkubau. Also der wichtigste, erste wichtige Hinweis ist die Kompression. Die Kompression ist einerseits wichtig, damit sie die Pole, beziehungsweise da, wo man die Busbase anlegt, nicht mechanisch verformen und andererseits wird die Lebensdauer von so einem Lithium-Eisenphosphat-Akku, den die Hersteller mit 6000 Zyklen, vollen Zyklen angeben, nur dann erreicht, wenn ich auch verpresst. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich nur 4000 und muss damit erleben, dass sich das Ding immer bewegt. Ja, also Kompression ist das Erste. Busbars, bitte flexible Busbars verwenden. Und man kann natürlich auch die Zelltypen mischen. Die haben aber dann unterschiedliche Höhen. Dann ist vielleicht sogar notwendig, dass man sich seine eigenen Busbars baut und mit Ringkabelschuhen und dementsprechenden Kupferkabeln mit feiner Litze selber verpresst und macht. So wie zum Beispiel beim Kollegen Glambler. Ja, weil der hat sich natürlich nicht auf die China-Busbar verlassen, weil die hat er nicht selber gemessen. Die da, von denen gibt es fast bei jeder Messprotokoll. Ja, ja. Also Busbars. Entweder die flexiblen oder selber machen. Sicherung und Leitungsschutz, habe ich schon gesagt. Ja. Also jede dieser stromführenden Leitungen muss man sichern. Sichern gegen zu hohe Ströme, gegen Kurzschlüsse und Ähnliches. Sensoren und Signalgeber. Das ist, wird oft unterschätzt bzw. oft nicht gemacht. Wenn die ausgasen im Keller, dann sollte zumindest im Keller einen Brandmelder haben, der pfeift. Und nur besser ein Brandmelder, der mit den anderen Brandmeldern verbunden ist, sodass im ganzen Haus pfeift. Weil Dämpfe steigen halt normalerweise auf und dann habe ich im Schlafzimmer das, was ich eigentlich nicht haben will. Oder man kann darauf verzichten, wenn man es außerhalb vom Haus deponiert, ja, wo es wurscht ist. Aber sobald ich es im Haus habe, würde ich schon zumindest einen Brandmelder empfehlen. Es gibt da Kollegen, die haben so ein System gebaut, einen Brandmelder angekauft und über den Akkus haben sie 500 Kilo Quarzsand gelagert. Und wenn der Brandmelder ausgeht, dann ist so eine Schmelzsicherung und mit einem einfachen Kloppmechanismus unter Gravitation fallen die 500 Kilo Sand auf den Akku. Der löscht es so. Ja. Okay,
Kann man machen, muss man nicht. Aber es gibt ist die Option. Ja? So, thermisches Durchgehen, habe ich schon gesagt. Also, das ist der häufigste, also es passiert wirklich selten was. Und brennen tun sie nicht, aber sie werden heiß und sie gasen aus. Und wenn man natürlich daneben Karton gelagert hat, dann sind 300 oder 400 Grad auch schon entflammbar. Also das sollte man möglichst nicht machen. Manche sagen auch, Holzgehäuse sind, naja, Holz ist halt gut zum Verarbeiten, aber es ist, wenn man den Sicherheitsbedenken annimmt, auch nicht unbedingt das Optimum. Ja? Wenn Sie es jetzt der Versicherung so erklären und einer sagen, was alles passieren kann, dann wird die Prämie wahrscheinlich exorbitant teuer werden. Wie gesagt, kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Wir haben nur gemeldet, dass wir einen Solarakku im Keller stehen haben und Sie haben auch nicht nachgefragt, ob der selber gebaut ist oder. Wir haben gemeldet, wir haben einen Solarakku im Einsatz. Ja, aus. Und Sie haben auch nicht nachgefragt. So, bitte. Naja, also Wechselrichter, da sind wir relativ vorsichtig, da verwenden wir Victron, das ist zwar der Ferrari, ja. Focus, das ist ein deutscher Hersteller, der zwar in China fertigen lässt, aber die Support und das, ja, die sind relativ gut, günstig und die sind auch, da kann man alles einstellen. Ja. Ja. Also wie gesagt, diese Anlagen sind so, dass die praktisch nicht einspeisen. Ja, beziehungsweise meine Anlage speist nur die 800 Watt ein, die mir der Energieerzeuger, in dem Fall die Salzburger AG, erlaubt als Balkonkraftwerk. Das sind eben die Spannungsspitzen, kann ich so gut genug umschalten, aber maximal rinnen bei mir 800 Watt Richtung Netzseite. Das ist erlaubt. Ja. Also die Diskussion, ob das jetzt blackoutfähig ist oder nicht, das muss jeder selber wissen, wie er das aufbaut. Wir für uns haben gesagt, wir wollen nur den Verbrauch optimieren. Und die Möglichkeit haben, dass wenn der Blackout ist, zumindest, dass wir die Kühltruhen und solche Sachen anstecken können. Aber nicht auf komplette Eigenversorgung und Ähnliches. Das ist ein ganz eigenes Thema, weil das führt zu weit. Aber wir können nachher nochmal reden, wenn es ist. Ja? Achso, war noch nicht ganz fertig. Qualität der Zellen habe ich eh schon gesagt. Also bitte bei den Herstellern, wenn man kauft, sagen, wir wollen Grade A Zellen. Wir wollen alle Zellen aus einer Charge, weil dann ist man sehr sicher, dass die alle ungefähr in derselben Range der Parameter laufen und man sollte darauf schauen, dass die Zellen nicht schon 5 Jahre auf Lager liegen. Also man schreibt dort einfach hin, wir wollen Zellen aus dem Produktionsjahr 2023. Und das erfüllen die auch und das ist zumindest anhand der QR-Codes auch nachvollziehbar, dass das so ist. Erwartung. Das heißt, nicht einfach in den Keller stellen und dann sagen, jetzt geht es mir nichts mehr an, sondern am Anfang ist man neugierig, da will man wissen, was ist. Aber man sollte dann vielleicht Wartungsintervalle einziehen und dann einfach einmal schauen, gibt es da Auffälligkeiten? Ja, sieht man irgendwo Korrosion? Man kann einmal hingreifen, ist irgendwo heiß oder so. Ja. Wartung. Dann Kurzschlüsse. Beim Kollegen haben wir es gesehen, der hat alles super isoliert. Da waren Endkappen auf den Polen drauf und so weiter. Zwischen den Busbars war auch noch ein Kabelschlauch drauf. Es ist nämlich mir auch schon passiert, man werkelt da mit seinem 10er Gabelschlüssel und dann kommt dann der Schlüssel aus. Und sie brauchen 280 Amperestunden. Ja, in dem Akku. Und es gibt einen Kurzschluss. Da ist aus dem Chromvanadium, ja, das wird dann auch in kürzester Zeit zur flüssigen Lava. Also Kurzschlüsse, da muss man wirklich aufpassen. Und auch wenn man das Ding dann fertig hat und es passiert nichts, aber man hat das offen und man tut oben bei irgendwas bohren oder es fällt irgendwas rein. Ja, das ist keine gute Idee. Also Optiken am besten. Optiken. Entweder im Containment, wie beim Kollegen Klammler, oder einfach so wie bei der Quick-and-Dirty-Lösung, Parkettklebebandel bzw. Duct Tape. Ja, hilft auch. Alles ist besser als nichts. Ja? Korrosion, schlechte Verbindungen. Das heißt, wenn man das Ding einmal aufgebaut hat, dann sollte man es auch unter Last setzen. Und dann, wenn man hat, eine Wärmebildkamera nehmen und einmal drüber fahren. Weil dann sieht man, wo es schlechte Verbindungen, da ist der Übergangswiderstand hoch, da erwärmt sich das. Da weiß ich, da muss ich dann vielleicht nochmal nachziehen oder Ähnliches. Es geht aber die klassische Handkontrolle auch. Man merkt, wenn das wirklich so warm wird, dass es nicht mehr okay ist. Ja, und der wichtigste Tipp, der allerwichtigste, ja, ich markiere es auch noch einmal mit dem Laser, ja, bitte nur machen, wenn man sich das auch zutraut. Wenn man sagt, das hat mich jetzt super interessiert heute, aber meine handwerklichen Fähigkeiten sind nicht dementsprechend,
dann bitte lassen Sie es lieber. Ja, das ist nichts schlimmer, als wenn man sagt, ich habe einen Akku gebaut, aber leider das Haus abbrennt oder die Wohnung. Ja, das will ich nicht. Und das können Sie auch nicht wollen. Das heißt, nur wenn man glaubt, man hat genug Skills, dann bitte sich an den Bau dieses Akkus wagen. Es gibt da noch ein paar Online-Tools. Das heißt, das erste Tool ist das Tool von der EU, mit dem man sie ausrechnen kann, je nach geografischen Standort und Ausrichtung des Hauses. Ist denn überhaupt gut? Kann ich mir dort? Also Sie können es gern fotografieren, aber die Folien gibt es dann nachher zum Download. Ja. Da kann man mal grundsätzlich sagen, was bringt denn meine Solaranlage mit der und der Ausrichtung, mit der und der Modulanzahl pro Jahr an Energie? Das ist das Erste. Und der zweite, den kann ich sehr ans Herz legen, akkudoktor.net. Das ist ein promovierter Maschinenbauer, der hat da so einen Blog aufgebaut, beziehungsweise ein Forum und auch ein paar so Online-Tools, wo man ausrechnen kann, wann amortisiert sich das überhaupt? Ja, zahlt sich das überhaupt aus, dass ich die Investition in den Akku nehme? Und die Daten, die das Ding liefert, die stimmen wirklich. Wir haben es nachgeprüft, das heißt dort Amortisationszeit bei mir zum Beispiel. Ich habe knapp... Bitte? Nein, eben keine Generation. Meine Anlage hat sich in 6,5 Jahren gerechnet. Ja? Und da kann man dann auch vergleichen, zahlt sich der Akku aus oder nicht. Ja? Dann die YouTube-Kanäle, die ich schon vorsortiert habe, die ich empfehlen kann. Ja? Also der Akkudoktor, die Energiewende, Schatten-PV und Off-Grid Garage, der ist sehr informativ. Ich weiß nicht, wer den kennt, vielleicht kennt den wer. Das ist ein Bayer, der nach Australien ausgewandert ist. Dem sein Englisch, das ist wirklich grenzgenial. Ja? Für einen Österreicher das absolute perfekte Englisch, weil das versteht man. Ja? Im Hintergrund stehen die Oettinger Kisten um und um, nur dass er halt in, wie er sagt, in Sunny Hot Australia ist. Ja? Also, der ist wirklich gut und da hat er einen gewissen Unterhaltungswert. So, Kontaktdaten. Falls irgendwer was wissen will, bitte möglichst per Mail und in die Betreffzeile einfach Linux-Tage, dann kann ich schon mal vorsortieren, wie das funktioniert. Dort gibt es dann Teilelisten, Bezugsquellen, die Pläne vom Kollegen Klammler, falls wer das Containment nachbauen will. Ja. Ja. Und in diesem Sinne können wir jetzt einmal die Fragerunde eröffnen. Ich bin eigentlich ganz gut mit der Zeit, wie es ausschaut. Ja. Das heißt, bitte. Ja? Ganz kurz bitte. Wir haben zwei Mikrofone, die wir durchgehen. Bitte da reinsprechen, dass der Stream das Kobinger, du musst noch ein bisschen warten. Ja. Also das sind die ehemaligen Schüler aus der HTL Salzburg. Ich darf jetzt auch natürlich aufstehen. Ja. Das sind ATU, also Absolventen, wollte ich jetzt noch nicht sagen, aber sie gehen zumindest immer nur auf die TU. Wo ist die Frage? So, bitte da. Also wenn ihr die 50.000 Akkus pro Jahr abnehmt, für wie viel verkauft ihr dann das Stück? Ist das günstiger wie bei China? Also danke für den Hinweis. Gott sei Dank zahlt der Staat Österreich so gut, dass wir nicht darauf angewiesen sind, dass wir jetzt Akkuhändler werden. Und wir haben auch nicht vor, dass wir Akkuhändler werden. Das ist nur als, aber ich weiß schon, die Frage ist eher humoristisch, aber prinzipiell sollte man damit einige in die Verhandlungen und sagen, ich will mehr, weil dann sind sie von sich aus bereiter, gute Preise zu machen. Ja, so, bitte, ja. Wie schaut's denn? 1, 2? Ja, passt, ja, wunderbar. Wie schneiden wir aus? Wie schaut es denn aus mit der behördlichen Abnahmepflicht? Weil gibt es da eine PV-Anlagen, die sind, glaube ich, bis 800 Watt, Kilowatt, was auch immer, frei und wir reden da von 1500? Ja, also die behördliche Abnahmepflicht, habe ich schon gesagt, von mir kriegen Sie keine Absolution. Ja? Das heißt, wenn Sie das machen, unsere Anlagen sind so ausgelegt, dass sie für den Eigenverbrauch sind und wenn sie für den Eigenverbrauch sind, dann passiert das im Haus und es ist, soweit wir wissen, nicht notwendig, die Anlage abzunehmen. Nur wenn ich dann mit der Anlage einspeise, das heißt, falls jetzt irgendwer auf die glorreiche Idee kommt und sagt, ich nehme einen Stromtarif, der variabel ist und kaufe dann den Strom, wenn er billig ist, lade meine Akkus voll und verkaufe dann zu Spitzenzeiten um teures Geld, da brauchen sie dann das Okay vom Netzbetreiber, weil der muss die Anschlussleistung dann zur Verfügung stellen und so weiter. Sonst noch Fragen? Genau, bitte. Achso, weiß nicht, wer zuerst war, die zwei gehen sich auf alle Fälle hinaus.
Wie viel Watt kann man da rausnehmen, beziehungsweise wie groß ist der Wechselrichter? Das kommt drauf an. Also ich persönlich habe nur einen 5 kW Wechselrichter an Victron. Der Kollege Salhofer hat aber 3x5 kW auf jeder Phase einen eigenen Wechselrichter. Und der hat mir vor die Oster- oder in die Osterferien eine WhatsApp-Nachricht geschickt mit einem Foto von seinem Zähler und hat reingeschrieben, heute der zweite Tag off-grid. Ja, der hat da wirklich einen Schalter, der schaltet einfach das Netz komplett weg. Ja, wie gesagt, ziehen braucht man es noch in diesen 5 kW, kann der Fronius mit dem Akku mit 50 Volt, ja, dann habe ich ungefähr 100 Ampere, die da drinnen. Ja. Wechselstrom oder hängt das am Gleichstrom? Das BMS ist auf der Batterieseite, das heißt, das ist nicht der Batterielade, das ist nicht das Batterieladegerät, sondern das ist nur für die Zellen. Ja, das heißt, das ist Gleichstrom. So ist auf der DC-Seite. Das heißt, die Ladeseite macht der Wechselrichter mit. Es kommt darauf an, wie man lädt. Wenn man einen Victron hat, der kann natürlich auch AC-DC laden. Das heißt, wenn ich auf der AC-Seite im Haus einen Überschuss habe, dann wandelt man das um und lädt dann DC-seitig den Akku. Ja? Der Kollege da hinten noch vielleicht ganz kurz. Du hast am Anfang gemeint, du hast ein Balkonkraftwerk. Da speist man normalerweise mit der Schuko ein. Das heißt, da kommt ja vom Wechselrichter schon Wechselspannung daher. Wie kriegst du diese Wechselspannung dann in den Akku? Oder? Genau, das macht dann mein Victron. Der Victron, okay. Ich habe einen Drei-Phasen-Zähler eingebaut. Der misst genau, auf welcher Phasen wie viel Strom gerade fließt, ob er jetzt rausfließt oder ins Haus. Und nachdem die Zähler ja Null-Einspeisung machen, kompensiert er dann teilweise auf einer anderen Phasen den Bezug der Anphasen. Und er hat natürlich auch das, was Sie sagen, der sieht, hoppala, mein Balkonkraftwerk produziert jetzt über, das heißt, über der Grundlast von meinem Haus und ich speise jetzt nicht ins Netz ein, sondern ich nehme die Energie, wandle es um in DC und lade dann meinen Akku damit. Okay. Ja. Ganz kurz, sieht man das vielleicht auf der Folie, die ist von Victron. Da ist das eine gemischte Anlage. Da habe ich reine DC-Seiten, das heißt, ich habe Solarpaneele, einen DC-Wandler, der den Akku lädt und AC-Seiten, wo ich einen Wechselrichter habe, der einfach ins Hausnetz einspeist und sobald dieser Strommesser sägt, hoppala, auf der AC-Seite speise ich ein, nimmt einfach die Energie, wandelt es da um und lädt wieder den Akku. Ja, das ist ein Mischsystem, AC-DC-System. Das habe ich daheim. Ja. Andere haben nur das. Und ich kriege schon den sanften Hinweis, dass wir das beenden dürfen. Danke nochmal. Bei Interesse bitte gern eine Mail. Und es freut mich. Schönen Tag noch. Danke. Applaus